Ja, meine Damen, meine Herren, liebe Pressevertreter der MDCC Arena, liebe Fans hier im Stadion, wir eröffnen die Pressekonferenz nach dem heutigen DFB-Pokal. Heimspiel des 1. FC Magdeburg gegen SV Darmstadt 98 vor 5000 Fans. Endet die Partie am Ende 2:3 nach Verlängerung. Hart umkämpft war es von beiden Seiten. Und natürlich darf ich beide Trainer begrüßen, unser Cheftrainer Thomas Hossmann und Markus Anfang, Cheftrainer vom SV Darmstadt 98. Wie gewohnt überlassen wir dem Gästetrainer das erste Wort. Herr Anfang, wie haben Sie die Partie insgesamt gesehen? Ja, guten Abend zusammen. Ja, ich glaube, wir haben die erste Halbzeit, sind wir überhaupt nicht ins Spiel gekommen, haben überhaupt nicht gut Fußball gespielt, lag klassisch an unseren Abläufen, die wir einfach nicht durchgespielt haben, waren auch viel zu unruhig, sind dann auch zu Recht in Rückstand geraten, haben dann so gegen Ende der ersten Halbzeit ein, zwei Aktionen gehabt, wo es ein bisschen besser war, aber man muss halt ehrlicherweise sagen, Magdeburg war in der ersten Halbzeit die bessere Mannschaft. Und dann, glaube ich, in der Halbzeitpause, wir haben ein paar Sachen angesprochen, und dann ist es auch aufgegangen in der zweiten Halbzeit. Dann haben die Jungs es richtig gut umgesetzt und haben auch verdient, glaube ich, dann den Ausgleich gemacht. Und dann war es eigentlich ein Spiel, wo du gesagt hast, ja, wir sind viel im Ballbesitz, wir haben viel Kontrolle im Spiel, haben das auch gut gemacht. Aber sind halt dann in den 90 Minuten halt nicht bis zum Torabschluss gekommen, um das entscheidende 3:2 zu machen. Und dann ging es in die Verlängerung und dann mit einem richtig guten Spielzug machen wir dann das 3:2. Und hinten raus, klassisch wie es auch immer ist, dann wirft Magdeburg alles nach vorne, haben einen Zielspieler vorne, der einfach sehr, sehr schwer zu verteidigen ist. Und der legt die Bälle dann auch gut rechts und links ab. Und dann haben wir auch in ein, zwei Situationen haben wir das Quäntchen Glück gehabt, dass der Karl auch ganz gut gehalten hat hinten und uns im Spiel gehalten hat. Und wir waren einfach nicht in der Lage, in den Konteraktionen dann hinten raus den Sack zuzumachen. Und deswegen bleibt es dann spannend. Aber die Jungs haben alles dafür getan, haben sich reingeworfen, haben dann gefightet hinten raus. Das war auch bitter notwendig. Und erste, zweite Bälle sind immer schwer zu verteidigen. Das ist halt so im Fußball. Als es im Fußballerischen noch war, bis Anfang, zweite Halbzeit in der Verlängerung, waren wir, glaube ich, richtig gut im Spiel. Und ein Spiel hier in Magdeburg zu drehen, wenn du 2:0 hinten liegst, das ist nicht so einfach. Deswegen Kompliment auch an die Mannschaft, die Reaktion, die sie gezeigt haben. Und trotz alledem muss man sagen, Magdeburg hat ein richtig gutes Spiel gemacht und hier zu gewinnen ist keine Selbstverständlichkeit. Ist auch egal, was für eine Liga am Ende des Tages Magdeburg zugehörig ist. Weil man sieht ja auch, im Pokal ist alles möglich. Und wie gesagt, hier zu spielen ist nicht einfach. Danke, Herr Anfang. Thomas, wie hast du das Spiel gesehen? Ja, ich denke mal, gerade erste Halbzeit entspricht das unserem Fußball, wie wir hier in Magdeburg spielen wollten. Wir waren präsent, wir haben Darmstadt nicht in Ruhe gelassen. Wir haben einen guten Standard zum 1:0 und dann auch einen guten Ball auf Beckus zum 2:0, waren präsent. Aktiv, habe ich ja gerade erwähnt, dass das so dem entspricht, wie wir spielen wollen. Kette war hoch und ist das so im Fußball. Wenn du zu passiv bist und hoch stehst, dann sind die Dinger uns um die Ohren geflogen. Und waren dann einfach nicht mehr aktiv, was wir eigentlich wollten. Wir wollten weiter aktiv sein, wir wollten sie anlaufen. Und das haben wir nicht mehr so gut gemacht. Und dann kamen auch die beiden Gegentore, resultierten daraus. Ja, man hat auch gesehen, dass es eben noch, im Vorfeld hat man ja auch gesagt, dass wir dieses Spiel auch komplett aus der Vorbereitung bestreiten. Und das hat man dann schon gesehen, dass wir vielleicht noch nicht körperlich in der Verfassung sind, das eben 90 Minuten oder 120 Minuten durchzustehen. Obwohl ich dann auch sagen muss, gerade in der zweiten Halbzeit haben wir ja noch mal zwei Möglichkeiten, wo wir noch mal umgestellt hatten. Und wie es Markus sagt, Zielspieler und Cissi Conte, die Schusschance oder der Pfostenkopfball von Kai Brünker. Kompliment an die Jungs, was sie gerade erste Halbzeit gespielt haben und dass sie nochmal zurückgekommen sind, dass sie sich an sich geglaubt haben. Und ich glaube gerade, was erste Halbzeit gespielt wurde, das kann unser Weg oder sollte unser Weg sein. Und da werden wir weiter dran arbeiten. Heute sind wir niederschlagen, wegen guten Zweitligisten dann auch routiniert ausgeschieden, aber in einer ordentlichen Art und Weise. Vielen Dank, Trainer. Wir haben die Fragen der Presse gesammelt bei uns in der WhatsApp-Gruppe und werden diese stellvertretend stellen. Ich würde anfangen, das ist der Malte Zander von der dpa. Er fragt unseren Trainer Thomas Hossmann, wie der Status von Tobias Müller ist und wie sehr er vielleicht nach seiner Auswechslung aus deiner Sicht fehlte. Ja, ich hoffe, dass Tobi nichts Schlimmes passiert ist. Ich weiß nicht, ich habe mit dem Doktor noch nicht gesprochen. Sah aus wie eine Rippenprellung, die ist schmerzhaft. Und ich hoffe, dass er uns dann so schnell wie möglich zur Verfügung steht.
Eine Frage an den Gästetrainer, Herr Anfang, von Jan Felber vom Darmstädter Echo. Kommt die Frage, wie erklären Sie sich die erste Halbzeit? Ich weiß jetzt nicht, wie er es vertiefend sagen wollte, aber er will auf jeden Fall sagen, wie froh sind Sie, das doch noch geschafft zu haben? Ja, die erste Halbzeit war, muss man sagen, wir sind nicht präsent gewesen. Die Abläufe haben nicht gepasst. Wir haben es versucht, dann nochmal während der Halbzeit dann nochmal oder in der ersten Halbzeit nochmal zu regulieren, dass wir es ein bisschen besser machen, aber haben da keinen Zugriff bekommen und dann kommst du nicht in so eine Partie rein und da muss man doch sagen, hat Magdeburg das auch gut gemacht, das passiert. Das wird auch in der Zukunft immer mal wieder passieren. Die Jungs, die müssen Erfahrungen machen mit der Art und Weise zu spielen und da brauchen die auch Bilder für im Kopf und da brauchen sie Spiele für und wir werden versuchen, Woche für Woche, werden wir versuchen, die Spiele so aufzuarbeiten, dass die Jungs halt viel Feedback bekommen und dass sie halt wissen, wie sie die Dinge vielleicht verbessern können, aber wie sie dann wiedergekommen sind, gerade in der zweiten Halbzeit, ich glaube, das hat dann auch gezeigt, dass wir das können und dass die Jungs auch Bock drauf haben und haben es dann auch gut umgesetzt. Weiterhin bittet Herr Felber um eine Einschätzung des Spielers mit der Nummer 14, Pike. Wie haben Sie den gesehen? Ja, wir haben ja, ist ja unter der Woche auch, muss man auch ein bisschen aufpassen. Wir haben dadurch, dass Erik Berko noch ausgefallen ist und Pike jetzt nicht der klassische Flügelspieler ist, aber es auch gut auf dem Flügel machen kann, haben wir da versucht, ein bisschen anders zu spielen, ein bisschen variabler zu spielen. Und Pike hat es gut gemacht, hat es ordentlich gemacht, hat das zweite Tor auch vorbereitet dann, auch mit dem tiefen Laufweg und ja, hat seine Sache ordentlich gemacht, so wie die anderen Jungs das auch dann gerade ab der zweiten Halbzeit gemacht haben. Abschließend fragt er nochmal zu einer Einschätzung zu den Spielern Kempe, der ja auch ein schönes Tor geschossen hat und Honsack, der eingewechselt wurde, ebenfalls ein Tor geschossen hat. Ja, ich glaube, Tobi hat in der ersten Halbzeit schon zwei, drei tiefe Laufwege gehabt. Wenn er den Ball ein bisschen besser mitnehmen kann oder wenn er ein bisschen weiter in den Raum gespielt wird, dann geht er auch schon auf den Torwart zu, wird dann aber abgedrängt und kommt dann nicht zum Torabschluss oder wenn er zum Torabschluss kommt, wird er nochmal geblockt beim Torabschluss. Tobi hat viel Laufarbeit geleistet, muss man schon sagen, und war dann auch in der zweiten Halbzeit wesentlich besser im Spiel. Bei Honsi war es so, wir haben mit Honsi und mit Tim Skarke zwei Spieler, die noch nicht bei 100% sind, dadurch, dass sie halt auch in der Vorbereitung ausgefallen sind. Und da müssen wir halt nach und nach gucken, dass die Jungs wieder rankommen und denen hat das jetzt gut getan, dass sie auch Minuten bekommen haben und Honsi hat es ordentlich gemacht, hat das dritte Tor gemacht, aber mit Tim auf der anderen Seite war es auch gut. Also ich bin froh, wenn die Jungs fit sind und wenn sie verletzungsfrei sind und wir da weitere Alternativen haben und vielleicht in den nächsten Wochen dann noch aus dem Vollen schöpfen können. Höni hat sich heute Morgen noch verletzt, dann hat er auch nochmal eine Situation für uns, die dann mit reingespielt hat. Passiert halt, kann man nichts machen. Wir sind froh um jeden Spieler, den wir im Kader haben. Und das konnten wir heute noch sehen. Wir konnten noch nachlegen und so soll es dann auch sein. Danke, Herr Anfang. Dann habe ich noch zwei Fragen von Dennis Uhlemann von der Volksstimme an unseren Trainer. Und zwar, Trainer, wie erklärst du dir den Leistungsabfall in der zweiten Halbzeit? War es eine Kraftfrage, fragt Dennis Uhlemann. Ja, ich habe es ja erwähnt, wir haben es ja auch aus der vollen Vorbereitung gespielt. Wir hatten ja die Corona-Zeit und ich sage, wir sind noch nicht bei 100%. Das hat man gerade nach der Halbzeit gesehen, wo wir dann eben auch nicht mehr so aktiv waren wie in der ersten Halbzeit, so präsent. Ja, wie gesagt, wir gehen unseren Weg weiter und wir werden das ordentlich aufarbeiten. Aber gerade diese 120 Minuten haben unsere Jungs auch wieder auf den nächsten Level gebracht. Und das haben wir auch mit einkalkuliert. Abschließend die Frage, du hast es schon skizziert, aber was würdest du aus diesem für unsere Seite unglücklichen Abend Positives mitnehmen jetzt für den Ligabetrieb? Ja, ich habe es gesagt, also gerade die erste Halbzeit, das muss uns Mut machen, die Art und Weise, wie wir aufgetreten sind gegen den Zweitligisten, dass wir sie nicht in Ruhe gelassen haben, Chancen kreiert haben, Tore gemacht haben. Und das müssen wir jetzt nicht nur 45 Minuten machen, sondern 60, 70 Minuten. Und wie gesagt, das tat uns gut, diese 120 Minuten, die durchgespielt haben, diese Wettkampfhärte zu bekommen. Und dieser Weg kann es nur sein. Ja, dann bedanke ich mich bei den beiden Trainern für ihre Zeit und wünsche natürlich unseren Gästen alles Gute für den Saisonauftakt und auch für die zweite Pokalrunde dann kurz vor Weihnachten. Alles Gute, gute Heimreise. Ja, danke. Euch auch alles Gute, danke.